Huhu, ich habe das erste Mal passiv geraucht damals. Stell dir vor, am Teich, am Steg, mit den Beinen im Wasser und man sieht Fische unter der Meeresoberfläche, während der Sonnenuntergang in den Horizont abstürzt und den ganzen Himmel blutrot färbt. Ich habe meine Jugendliebe da das erste Mal geküsst und es hat komisch geschmeckt, weil sie war älter und hat schon geraucht. In der Unbeschwertheit, der Naivität war es einfach nur nice und ich wollte auch reif sein und habe später auch angefangen zu rauchen. Und das sind meine ersten positiven Erinnerungen mit Rauchen, aber es gibt viele, wenn nicht alle. Wie soll ich aufhören zu rauchen? Die Vorstellung sackt so krass. Später habe ich dann ein klebriges Weed in Papers gerollt und Wasser, gekühlten Rauch durch klare Bongs inhaliert. Das Mädchen von früher ist schon lange weg, aber ich suche immer noch danach, nach einer Möglichkeit, diesen Moment zu wiederholen. Ist dir mal aufgefallen, die Worte rauchen und brauchen sind sich verdammt ähnlich und so erklärt sich für jeden Outsider die Sucht quasi von selbst. Ich sacke an der Zigarette und es ist jedes Mal, als würde ich dem Teufel einen Blowjob geben. Ich weiß das, aber ich habe es oft geleugnet und verdrängt. Vielleicht bin ich einfach ein devoter Mensch. Ich schätze, ich bin mehr weiblich als männlich. Muss ja so sein. Die Zigaretten sind verwoben mit meiner Identität. Wie siamesische Zwillinge, die lebenswichtige Organe teilen und würde man sie trennen versuchen, würden beide sterben. Ich hasse es vom tiefsten Herzen. Herzen, mir das einzugestehen, aber ich bin abhängig von dieser Substanz. Ich habe Lungenkrebs, aber ich rauche weiter, weil ich warte. Und ich rauche immer, wenn ich warte. Und worauf warte ich nur? Ich schätze auf gar nichts mehr.